Ja, endlich mal wieder so richtiges Sonnenbrillenwetter und da ist mir ein Tipp eingefallen, den ich schon lange mal in einem Video zeigen wollte und immer wieder vergessen habe. Ja, das Ding ist ja, wenn man Sonnenbrillen aufhat, funktioniert Face ID nicht immer. Klar, man kann in den Einstellungen kann man das regeln, ich zeige euch das schnell, wo man das macht. Man geht auf Einstellungen, dann auf Face ID und Code, Passwort eintippen und dann kann man da unten Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID deaktivieren. Dann funktioniert es auch mit meiner Sonnenbrille. Wenn man das aber nicht möchte, wenn man weiterhin die volle Sicherheit haben möchte, dann muss man einfach Geduld haben, bis Face ID realisiert, oh, ich erkenne kein Gesicht, und dann darf man den PIN eintippen. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Trick. Man muss einfach auf Face ID tippen, und sofort kommt man zur PIN-Eingabe. Ja, wenn man drauf tippt, kann man das Warten überhüpfen. Das ist so praktisch und nicht nur bei Sonnenbrille, beispielsweise auch irgendwie, wenn ich das Handy in einem blöden Winkel halte und nicht warten mag, bis Face ID realisiert, dass kein Gesicht da ist. Dann tippe ich einfach drauf und schwupps kann man sofort den PIN eintippen. Kleiner, praktischer Tipp, ein Video, was nicht mal 5 Minuten gedauert hat, ja. Seht ihr, ich kann auch kurze Videos. Falls ihr weitere solche Tipps habt, Unschnitt unten rein kommentieren. Falls ihr bessere Ideen habt, auch rein kommentieren. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet viel zu kurz, Daumen nach unten. Aber bei dem schönen Wetter möchten wir keine langen Videos gucken. Dann gehen wir besser an die frische Luft und nach draußen. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, die dann wieder ein bisschen länger sind, vermutlich unbedingt Abo abschließen. Sei es noch mit dem schönen Wetter und schon kommt ein kalter Wind auf. Ja, also auf bald!